Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Forest Village weiter mit meinem Namen, mit meiner Wenigkeit Glabur. So, wir sind fertig dabei. Wir haben jetzt unsere drei Minen, die wir haben müssen, um weiter bauen zu können. Haben ein bisschen Erz gefarmt. Stein werden wir nächsten Winter nicht abbauen. Wir werden uns nächsten Winter wirklich darum kümmern, dass wir Erz und Lehm abbauen. Also das ist das A und O. Dass wir die Schneiderei wirklich zum Laufen bekommen. Vielleicht kriegen wir auch schon vorher die Schneiderei zum Laufen. Müssen wir mal gucken. 38 Werkzeuge reichen auch. So langsam sollten wir auch wieder noch ein Haus bauen. Aber wir können kein Haus bauen, weil uns einfach Mineralien fehlen, Leute. Ja, ich kann ja jetzt nicht das Erz da wegnehmen und dann wieder keine Schneiderei bauen. Also das bringt uns ja absolut gar nichts. Wir haben 8 Teenies. Das bedeutet, die sollten dann bald erwachsen werden. Wenn die dann erwachsen werden, nach und nach, dann kommen wir auch voran. Weil wir haben jetzt alles in Betrieb, außer die Forstwirt, was eigentlich auch immer laufen sollte. Eigentlich, aber man sieht ja, jetzt haben wir hier kaum Bäume. Das ist wirklich alles abgerodet, ne? Komplett. Also hier ist wirklich tote Hose. Aber wir kriegen das hin. Das... Ich mache mir da eigentlich jetzt gar nicht so den großen Kopf, weil bis jetzt ist nichts Großartiges passiert, außer dass ich sehe, dass wir Gemüse heißt es ja hier, aber wir bauen ja Kartoffeln an, dass das wirklich weniger geworden ist. Jetzt haben wir wieder einen Mitarbeiter dazu bekommen. Das finde ich klasse. Ja. Können wir nämlich hier gleich wieder in den Holzbetrieb ist ja Blödsinn. Stecken wir jetzt hier gleich in den Betrieb und nochmal. Nee. Lassen wir in Lehm und in Stein arbeiten. So, zwei neue Mitarbeiter bekommen. So können die beiden Sachen nämlich arbeiten. Da ist der Eingang, da kommen sie auf jeden Fall rein. Perfekt. Wieder ein Mitarbeiter dazu bekommen. Dann können wir den in den Holzbetrieb stecken. Nö, Holzbetrieb machen wir wirklich wieder im Winter. Das passt nämlich immer ziemlich gut, dass wir im Winter Holz herstellen. Bis dahin ist nämlich hier dann alles auch nachgewachsen. Ah, diesmal gibt es schön viel Kartoffeln. Äpfel. Sollte diesmal richtig gut was runterkommen. Und dazu gibt es dann noch Kleidung. Vielleicht essen sie ja auch weniger, wenn sie mehr Kleidung haben. Also wenn es denen wärmer ist. Da gibt es ja auch manche Spiele, wo das so ist. Mal abwarten. Man weiß ja nicht. Müssen wir mal gucken. Ich würde gerne echt ein Haus bauen. Aber das Haus bauen bringt uns wirklich... gar nichts. Wir haben auf jeden Fall die Mineralien, die wir brauchen, sind auf jeden Fall vorrätig. Lehm, ja, Lehm ist jetzt auch vorrätig. Also wenn die ersten Felder dann ausgehen, werde ich anfangen, das zu bauen. So lange wird das laufen lassen, haben sie jetzt da. Wir haben aber früher nicht Klamotten vorgehangen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist auch nicht bei jedem Haus, ne? Nein. Da hängen auch die Klamotten vor der Tür. Coole Sache. Also, ich mag dieses Spiel. Unwahrscheinlich. So, die Bäume wachsen. Das finde ich auch gut. Kann man dann nachher wieder richtig schön Bäume Holz bekommen. 32 Werkzeuge. Äpfel sind auch bald soweit. Boah, super gut. Super, super, super gut. Boah, wieder dieses übelste Gewitter. Das ist Wahnsinn. Na, jetzt haben wir Lehm und Eisenerz haben wir eigentlich schon. In meinen Augen sogar genug. Ich werde dann die beiden jetzt stoppen, werde die drei da reinstecken und werde sagen, Bau beginnen.
weil wir haben alle Mineralien dafür vorrätig. Weil ich möchte gerne Kleidung herstellen. Also Kleidung ist wirklich A und O, was ich jetzt gerne hätte. Dass die Grundsachen wenigstens wieder verfügbar sind. Und für Kleidung brauchen wir dann Leder und diese blauen Pflanzen. Und dann ist das super. Werkzeug haben wir noch genug. Ich sehe, dass das bei 10 ist. Dann schmeiße ich die Produktion wieder an und dann geht das ratz, ratz, ratz. Und dann ist das erledigt. Da möchte ich gerne noch eine Jägerhütte bauen. Aber als nächstes baue ich dann wirklich nochmal ein Wohnhaus. Weil wir wieder keine Babys mehr haben. Und das bedeutet, dass wir das nächste Mal dann wieder lange warten müssen. Bis wir dann wieder welche bekommen. Und das gefällt mir dann gar nicht. So, jetzt bauen sie das. Die Schneiderei fertig. Ja, dass wir wirklich vielleicht vor dem Winterbeginn vielleicht dann wirklich schon was haben. So, guck mal hier. Äpfel sind auch schon wieder im Lager. Jetzt fangen sie hier auch schon das Ernten an. Mega gut. Finde ich klasse. So gefällt mir das. Das ist das, was ich brauche, um dass wir wirklich vorankommen. Und die Arbeiter stecke ich dann jetzt gleich in den Betrieb davon. 16 und fertig. Sehr schön. So, die drei nehmen wir jetzt hier mal hier raus. Oh, der braucht sogar nur einen. Der Schreiner braucht nur einen Mitarbeiter. So. Nee. Nein. Und wir haben sogar gerade noch einen dazugekriegt. Kann ich in jedem Bergwerk einen arbeiten lassen. So, jetzt wird Kleidung hergestellt. Man sieht, wir brauchen 6 Pflanzen, 3 Leder für eine Kleidung. Also es ist echt lange. Oder echt viel, was dabei drauf geht. Wir brauchen viel mehr Erz und viel mehr Lehm. Das werden wir im Winter machen. Um dass ich das große Haus bauen kann. Das ist dann der nächste Ansatz. Pflanzen die jetzt oder ernten die? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne noch ein paar Äpfel. Also, die Scheune ist fast am Limit. Aber da holen die jetzt ja auch Sachen raus, hier die Schneiderei. Kleidung wird hergestellt. Dann kriegen jetzt die Leute auch was an Arsch. Das freut die mit Sicherheit. Ich finde das Spiel einfach manchmal ein bisschen zu dunkel. Das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Wenn es Nacht ist, dass man dann hier wirklich kaum was sieht in dem Spiel. Da war mal kurzzeitig diese Lampe weg. Ich hätte gerne mehr Holz. Den Rest hole ich mir gleich im Winter, wenn die Arbeiter fertig sind mit ihren Feldern. Das ist fertig. Ihre. Mich. Das ist auch fertig. Nochmal 2 für mich. So. Das mache ich voll. Stein haben wir eigentlich genug. Dann gibt es erstmal 2 in Eisenerz. Das ist auch fertig. Wieder 2 Mitarbeiter. Die 2 kommen da rein. So. Jetzt haben wir über 6000 Kartoffeln. Das ist in meinen Augen nicht sehr viel. Jetzt können wir uns auch mal gucken, ob wir jetzt hier schon einen Mitarbeiter haben, der hell gekleidet ist. Der hat keine Kleidung. Der hat Kleidung an. Seht ihr? Da sieht man jetzt den Unterschied. Der hat Kleidung. Ne? Da seht ihr den blauen Balken. Die hat keine Kleidung. Deswegen ist sie dunkel gekleidet. Okay, weiter geht's. La, 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 la.
da. So, wir haben wieder Mitarbeiter mehr. Komm hier, Leben. Wir brauchen so viel Materialien, dass wir das große Haus bauen können. Das wäre ziemlich nice. Es wird kalt und die sind immer noch nicht am Ernten. Also, pflücken. Gas machen. Ich brauche jetzt Äpfel. Ja, nicht, dass die hier wieder nicht fertig wären. Die habe ich nicht gestoppt. Ich blöd, Mann. Es gibt nämlich auch wieder 2 Mitarbeiter mehr. So. Gefällt mir. Ich habe schon die Paare vorhin gehabt, wo die ersten gestorben sind. Ja, wir haben 1200 Brennholz. Mega gut. Normalerweise könnten wir stoppen. Werden wir jetzt auch mal machen. Das ist ausreichend, Leute. Vollkommen ausreichend. Schneiderei läuft. Aber immer noch keine Kleidung im Überfluss. Werkzeuge werden auch so langsam etwas enger. Ich werde mal aus jedem einen rausnehmen und nochmal Werkzeuge herstellen. So. Ja, ich habe zu spät angefangen mit dem Abbau von Äpfeln. Das wird eng, das werden sie nicht alles schaffen, das steht jetzt schon fest. Aber wir haben diesmal 1000 Äpfel. Man sieht, dann steigt Fisch in extremen Mengen. Also das ist dann wirklich schon richtig gut, was dann der Fisch steigt. Werkzeuge werden hergestellt. Gefällt mir, wir haben wieder einen Mitarbeiter mehr bekommen. Das hätte ich gerne. Oh, wir haben alles vorrätig. Zack. Na, dafür brauchen wir 4 Mitarbeiter. 1, 2. So, 4 Mitarbeiter in dem Bau fürs Haus müssen unbedingt so, dass das weiterläuft. 1260 Äpfel ist wirklich wenig, aber gut, was soll's. Äpfel sind Äpfel und wir haben welche und der Rest ist mir eigentlich egal. Was jetzt wichtig ist, dass wir da das Haus bauen. Das bedeutet, wir kriegen dann 10 Babys mehr. Auf den Schlag. Bin schon fast der Meinung, dann wird Zeit, dass wir mal wieder hier oben ein Feld zu setzen. Ich weiß nur nicht, wie groß. Oh, was ist passiert? An einen Unfall. Warum stirbst du? So, ich hätte gerne einen Holzfäller weg da und einen, der weiterhin Brennholz herstellt, dass wir nachher hier nicht ohne alles dastehen. Es läuft. Es läuft gar nicht schlecht. Eine Bäckerei hätte ich dann gerne noch. Was würden wir für die Bäckerei brauchen? Ah, ich muss immer erstmal gucken, wo das war. Da. Eine Bäckerei. Könnten wir auch noch bauen. Okay. Bau erstmal das bitte fertig. Und dann sehen wir weiter. Würde ich sagen. Oh, 5 Kleidung eigentlich im Lager. Also, anscheinend haben jetzt endlich alle mal wieder Kleidung. 11 Kinder könnten wir kriegen, wenn das große Haus fertig ist. Einer ist vorhin gestorben. Es ist echt nicht dolle bis jetzt. Also ich muss mal ein bisschen vorankommen jetzt hier mit Wohnungen. Früchte mehr.
Ja, wir haben wieder einen Mitarbeiter mehr. Ja, in der Holzfällerbetrieb. Finde ich schon ganz sinnvoll, weil wir die Leute im Sommer ja wieder brauchen für die Felder. Also daher steht das schon ganz okay. So, die können wir dann schon mal wieder starten. Wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln weiterhin. So, Brot ist nachher genauso. Also Brot wird nicht schnell gebraucht, also verbraucht. Also man hat da lange was von. Da werdet ihr auch nicht konstant durchgehend Arbeiter drin haben müssen. Zumindest war es so vorm Patch. Also ich muss ja immer sagen, es war so vorm Patch. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.